Hans, es passiert gerade sehr Spezielles an der Schweizer Börse. Wir haben hier den Kurs von der Schweizerischen Nationalbank. Orange, ja. Oder? Und der geht hier ab. Durch das Dach, ja. Oder? Ich habe hier vergleichsweise noch mit UBS angezeigt. Die war mal eher ein Wuffli, oder? Ganz oben gewesen. Und jetzt nie mehr, oder? Und der SMI ist immer, ja, wie wir ihn kennen. Aber da geht etwas durchs Dach. Das ist das Vergleichen fast mit Bitcoin. Oder? Ja. Du alter Fuchs, was läuft da mit der Nationalbank? Ich glaube, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten und Jahren werden wir mehr und mehr immer über Nationalbanken schreiben und reden. Vielleicht musst du dann bei Inside auch eher dich auf die Nationalbank fokussieren und halt nur noch zweimal im Jahr über Credit Suisse. Das ist irgendwo bei den Zentralbanken passiert, jetzt viele Sachen gleichzeitig. Stadt Inse, Paradeplatz, Inse, Börsenstrasse. Also gut, ich finde jetzt Paradeplatz und Börsenstrasse ist so nahe zusammen. Ja, ja. Ich meine, die Nationalbanken sind ja letztendlich auch nicht einfach der Gegenspieler oder auf einem anderen Planeten als Geschäftsbanken. Oder? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, ich glaube schon. Also, was jetzt mit Nationalbank Aktien sind ja bisher in der Vergangenheit eine Art Obligationen gewesen. Sie haben maximale Dividenden und die ist immer gleich. Also es ist eigentlich unbeschränkt laufende Obligation gewesen. Und jetzt plötzlich kommt die Fantasie, übrigens der Preis explodiert, das ist ja, und der Kunde kommt ja nicht mehr, also der Aktionär kommt ja nicht mehr über. Das ist ja da die Langfristschicht, oder? Da haben wir angefangen um 99. Ist ja genau die. Ist einfach so ein bisschen, ja, es hat auch schon Ausschläge gegeben, oder? Aber wir sind irgendwo, wir sind ja schon unter 1000 gewesen, aber so ein Schnitt von 1000, dann ist letztes Jahr das mal auf 1500 davon, dann hat es Artikel gegeben, oder? Wir haben das alle gesehen und so. Und dann ist es geblieben, zwischen 1500 und dann, jetzt, das Jahr, ich habe vorher Bitcoin gebracht, fast parallel zu dem, was da sonst passiert, durch das Dach durch. Also, Nationalbank-Aktien als letztendlich Indikator von etwas, was passiert. Was sehen die Investoren hinter dieser Nationalbank-Aktie? Am Anfang, mit der Steigerung vom Kurs, hat man sagen, ja, das ist noch der letzte Anlage, wo du eine kleine Rendite hast, weil sie ja immer eine Dividende zahlt. Aber das erklärt sich natürlich nicht mehr. Jetzt müssen sie wahrscheinlich sagen, ja, die Nationalbank ist ein Hedgefonds und die haben so tolle Anlagen, weiss ich, alle Amerikaner vor allem. Und wenn Amerika hochgeht, dann geht die Nationalbank auch. Aber das ist irgendwie, ja, aber das ist nicht real. Ja, ist nicht real. Ich meine, was man ja gesehen bei der SMB, oder bei aller Kritik, bezüglich Hedgefonds, oder? Da sind wir immer ein bisschen kritisch und sagen, du, Risiken, aber auch Chancen. Ich meine, ja, die haben jetzt dann bald irgendwie 100 Milliarden in amerikanischen Aktien. Ja. Die haben eine unglaubliche Menge an Euro. Der Euro steigt seit Macron, seit Frankreich, oder? Der Franken verliert. Also eigentlich ist ja das ein, sie sind ein Hedgefonds, aber es ist ein Perfect Hedge. Sie sind perfekt positioniert. Sie sind Franken irgendwie, haben sie rausgegeben, oder? Das wird jetzt eine Schwachwährung. Und die starken Währungen Dollar und Euro sind zu lang. Ja, du hast das verglichen mit der Bitcoin-Kurve. Und das ist ja auch ein neues Thema. Sollen die Nationalbanken Bitcoins rausgeben oder einfach Blockchain-Geld, so wie sie Banknoten ausgeben für das Publikum? Und dann können wir sagen, da könnt ihr ja nochmal. Vielleicht braucht es dann die Vollgeldinitiative nicht mehr. Da gehen dann die 500 Milliarden gehen dann in Bitcoin, die von der Nationalbank ausgegeben werden. Dann könnt ihr nochmal 500 Milliarden in amerikanische Aktien investieren. Für die Fantasie gibt es kein Ende. Okay, jetzt hast du da einen riesen Bruch gezogen, oder? Von Nationalbank-Aktienkurs an der Schweizer Börse über via Bitcoin und Digital Coins, oder? Wo da die Nationalbanken sich etwas überlegen, überall weltweit, bis hin zu einer Leverage-Aktion, wie das UBS in den besten Jahren gemacht hat. Oder? Gut, also jetzt kommen wir wieder zurück am Boden. Was ist los bei einer schweizerischen Nationalbank, die aus historischen Gründen Aktien an der Börse hat, und man die will. Müssen wir das Visier umstellen? Müssen wir sagen, die SNB ist nicht einfach nur da mit den Dividenden und so, sondern das ist letztendlich ist ein richtiger, fetter Mocken geworden, der jetzt einfach ganz neu bewertet wird von der Investorengemeinschaft. Ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist ein Hype. Aber wenn natürlich die ganze Welt, jeder sagt, nur 0,5% der schweizerischen Nationalbankaktie und das ist so ein kleiner, illiquider Titel, dann geht der natürlich durchs Dach durch. Aber nein, ich denke, bei den Nationalbanken wird sehr viel passieren in den nächsten Jahren, in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht auch. Die Amerikaner sagen jetzt, sie wollen ihre
Bilanzsumme reduzieren. Das wäre eine Revolution im Vergleich zu den letzten 9 Jahren. Aber ich glaube nicht, dass die Nationalbanken attraktiv werden, für den Anleger direkt anzulegen. Viel eher, dass der Anleger würde sagen, ich will kein Salärkonto nicht mehr bei der Credit Suisse oder bei der ZKB, sondern bei der Nationalbank. Da kommt der Cryptocurrency über von der SNB. Okay. Da, okay. Aber nicht jetzt, das zählst du jetzt so ein bisschen als ein absoluter Hype im Moment. Ja, okay, das ist ein Hype. Gut. Dann kommen wir noch zu dem Punkt, wo du sagst, dass Nationalbanken immer wichtiger werden. Du hast Fed erwähnt, ja. Oder? Mit dem Wechsel jetzt von der Geldpolitik. Oder? Was erwartest du bei der Nationalbank? Der Franken ist schwach geworden, oder schwächer. Was läuft da? Ja, wir haben ja schon gesagt, die Nationalbank könnte eigentlich anfangen, neue zu verkaufen, Gewinn mitnehmen, wobei das ist ja gleich. Aber wichtig ist, dass sie die Bilanz oben runterbringt. Und das müssen sie jetzt machen, weil... Irgendwann wird der Euro, wenn die nächste Krise kommt, dann wird wieder der Euro versinken und dann sollte sie 100 Milliarden weniger Bilanz haben, dann kann sie wieder ein bisschen Euro posten. Also Superstar ist eigentlich Jordan und eben nicht mehr Ermotti und wie sie alle heißen. Ich glaube, das ist für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre so.